Ja, hallo, hier ist wieder Hendrik von JB Spielwaren, diesmal mit einem Set-Review bzw. mit mehreren Set-Reviews von den Lego Star Wars Neuheiten Januar 2020. Ja, in diesem Review geht es um das Set 75266 Sith Trooper Battle Pack. Eine Ergänzung zum neuen The Rise of Skywalker Film, der jetzt ja bald ins Kino kommt. Erhältlich ab Januar, kostet 14,99 € und wie immer in den Battle Packs sind vier Figuren enthalten. Einer der Hauptgründe, warum man ja Battle Packs oftmals kauft. Schauen wir uns die Figuren mal genauer an. Enthalten sind diese drei roten Trooper und ein Offizier. So, der Offizier hat einen neuen Oberkörper, eine interessante Cappy. Mal gucken, ob ich das scharf kriege mit einem Logo, bei dem ich sagen muss, zumindest, dass ich nicht weiß, woher es kommt. Ist kein imperiales Logo, ist auch kein First Order Logo. Schauen wir mal, was da im Film bei rauskommt. Ich kann die Rückseite noch mal zeigen. Vom Torso. Wie bei allen Battle Packs sind leider ja diese Stud Shooter dabei und nicht die brauchbaren, zumindest für Display und Co., die brauchbaren Waffen. Aber das ist das einzige Manko, was ich an der Stelle hier sagen kann. Ansonsten sind die roten Sith Trooper hier sehr liebevoll und detailliert auch gestaltet. Haben wir alle den gleichen Kopf, wie man das mittlerweile gewohnt ist, von den Standard-Troopern. Kann die Rückseite auch mal zeigen. Der Torsos. Die beiden hier, die sind baugleich. Und hier hinten haben sie einen kleinen Rucksack mit dabei. So, das soweit zu den Figuren. Mit Sicherheit mehr Battle Pack bzw. Army Sammlerpaket als das noch bei dem Mandalorian Battle Pack der Fall ist. Hier habe ich also vier mehr oder weniger generische Troops, die ich nach Belieben natürlich auch in Hunderter Hundertschaften benutzen kann. So, mit dabei ist auch noch ein kleiner Speeder. Sand Blue ist mit, oder Sandblau ist mit verbaut. Ansonsten viel hell- und dunkelgrau. In Summe finde ich den auch gelungener als viele andere Battle Packs. Wenn man das auch mit der Verpackung vergleicht, es könnte tatsächlich ein kleiner Speeder in, ja, in irgendeiner, vielleicht auf Coruscant oder so sein, den es tatsächlich dann im Film geben wird. Von daher klein, aber fein. Ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär. Aber auch nicht mehr als man jetzt bei 14,99 € für ein figurenorientiertes Set von Lego Star Wars erwarten kann. So, alles nochmal zusammengefasst. Ganz kurz, hier sind die vier Figuren. Man kriegt einen Speeder. Die Ersatzteile sind wie immer natürlich auch mit dabei. Ein schönes Battle Pack. Die Figuren gefallen mir sehr gut. Der Speeder ist auch in Ordnung. Kann man mit Sicherheit als Kind auch mit spielen. 14,99 € wird es wahrscheinlich auch für 13 € geben irgendwann. Ist total in Ordnung für vier Star Wars-Figuren und den Speeder. Von daher eine sinnvolle Ergänzung. Ich hoffe, der Review hat euch gefallen. Schaut mal wieder rein. Ciao, Hendrik von JB Spielwaren.